Und ich freue mich ganz besonders darüber, dass ich im letzten Jahr im Januar mit den Seminarreihen jetzt hier im Jahre 2013 vor über 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe sprechen dürfen. Lassen Sie mich starten mit einem schönen Zitat. Mit einem Zitat, nicht von mir ausgesprochen leider, sondern von Wilhelm Busch, den Sie alle sicher kennen. Und Wilhelm Busch hat mal gesagt, Geld verdienen ist schon schwer, Geld erhalten noch viel mehr. Und da ist eine ganze Menge Wahres dran. Und mir geht es heute darum, dass ich Sie ja, sicher mache, dass ich Sie immunisiere gegen all das an Irre und Wirrung, was da im Mainstream über uns Edelmetall-Freunde ergossen wird. Und mir geht es darum, dass ich Sie heute wetterfest mache für die Unbilden des Silbermarktes, des Finanzsystems, der Weltwirtschaft, die in den nächsten 2 Jahren auf uns warten, damit Sie wie ich auch eine Woche, in der das Silber um 1, 2 oder 3 Dollar fällt, genauso mit Ruhe und Gelassenheit wegstecken können, wie ich das eben tue. Mir geht es darum, dass wir heute sprechen über letztlich 3 große Präsentationen, die ich vorbereitet habe. Die erste Präsentation beschäftigt sich mit der Zeitenwende im Finanzsystem, in der Weltwirtschaft, vor allem in der Geldpolitik, wo ich zu Japan einiges sagen werde, auch abseits des Mainstreams. Ich werde zur Bank of England etwas sagen, wo ja auch ein Staffelstabwechsel für Juli sich abzeichnet. Mit dieser Präsentation möchte ich Sie wirklich für meine Sicht der Dinge gewinnen, was das Finanzsystem anbetrifft, unser Geldsystem anbelangt und eben die Lage der Weltwirtschaft. Und deutlich machen, warum ich so fest davon überzeugt bin, dass Gold und Silber notwendige Rettungsquote und die richtigen Rettungsquote in den nächsten 2 oder 4 Jahren sein werden. Und ich möchte mit der zweiten Präsentation eine Kernbotschaft transportieren, nämlich, dass das Beste noch kommen wird, wenn ich den DAX, den S&P 500 oder den Dow Jones letztlich in Silber uns messe. Ich bin fest davon überzeugt, dass das Beste hier noch bevorsteht, dass wir von einer Edelmetallblase in keiner Weise heute sprechen können. Ich werde Ihnen auch deutlich machen, die Tücken, die das Dow Jones Gold Ratio hat. Wir müssen uns auch heute, trotz aller Überzeugung davon, dass Silber in den nächsten Jahren vor einer tollen Zeit stehen wird und relativ zu Aktien in den nächsten Jahren eine deutlich bessere Performance zeigen wird. Wir müssen uns dennoch heute mit Exit-Strategien beschäftigen. Wir müssen heute Untersuchungen uns anschauen, wann wir in Übertreibungsphasen eintreten, damit wir heute schon konsequent uns Exit-Strategien zurechtlegen können. Weil wenn wir das heute nicht machen, uns konsequent Exit-Strategien zurechtlegen, dann werden wir es nicht schaffen, dann, wenn es darauf ankommt, zur richtigen Zeit, diese Exit-Strategien dann auch diszipliniert umzusetzen. Und deshalb ist es mir ganz, ganz wichtig, hier und heute mit Ihnen die Grundlage dafür zu schaffen, um Ihnen und mir ein Gefühl dafür zu geben, wann wir in Übertreibungsphasen eintreten und wann es dann notwendig sein wird, nicht Gier regieren zu lassen, Sie wissen, Sie kennen den Spruch, Gier frisst Hirn, sondern eben dann diszipliniert auch zu sagen, es ist noch keiner arm geworden, Gewinne zu realisieren.